Achtung, heute am 30.06.2023, letzter Antragstag Energiepreispauschale für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Normalerweise wollte ich eigentlich heute am 30.06.2023 zu diesem Thema nichts mehr drehen und auch nichts mehr sagen. Es ist ja an sich alles gesagt. Aber ich bekomme irre viele Anfragen zu diesem Thema auf Rentenbescheid24.de rein. Das heißt also E-Mails. Und da schreiben mir die Leute also, wo kann ich den Antrag stellen? Wie muss ich das machen? Herr Knöppel, hier ist der Antrag. Dann schicken die Leute mir sogar auch noch den Antrag persönlich zu. Da sage ich immer, wer mir persönlich den Antrag schickt oder auf rentenbescheid24.de für die Energiepreispauschale, vielleicht auch unter Benennung der Rentenversicherungsnummer, sorry, ich bin dafür an sich nicht zuständig. Das müssen Sie bitte an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaftbahnsee weiterleiten. Ich gebe Ihnen gleich auch die entsprechenden Tipps, Infos, Adressen, E-Mail-Adressen und so weiter. Meine Damen und Herren, eines ist klar. Heute am 30.06.2023 endet die Antragsfrist für die Energiepreispauschale der Rentner. Und damit das auch klar ist für alle Rentnerinnen und Rentner hier in Deutschland, die vielleicht noch nicht die Energiepreispauschale bekommen haben, alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die erstmals im Jahr 2023 einen gesetzlichen Rentenanspruch haben, der auch erst nach dem 31.12.2022 beginnt oder nach dem 1.12.2022 beginnt, haben keinen Anspruch auf die Energiepreispauschale. Das Energiepreispauschalengesetz für Rentner und Versorgungsempfänger setzt Folgendes voraus. Ich muss einen gesetzlichen Rentenanspruch haben, ich muss einen Wohnort in Deutschland haben, ich muss unbeschränkt steuerpflichtig sein und vor allen Dingen die Rente, die gesetzliche Rente muss zwingend am Stichtag 1.12.2022 begonnen haben. Deshalb ist für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die erst im Jahr 2023 eine Rente bekommen und die auch im Jahr 2023 beginnt, nichts mit Energiepreispauschale. Ich sage das ganz oft. Für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die aber im Jahr 2023 rückwirkend zum 1.12. oder davor eine gesetzliche Rente bewilligt bekommen, Erwerbsminderungsrentner zum Beispiel, solche Fälle haben wir häufig, die dürfen auf jeden Fall heute noch den Antrag auf die Energiepreispauschale stellen, sollten Sie auch machen. So, meine Damen und Herren, und damit das mal ganz klar ist, ich will Ihnen auch ein bisschen helfen dabei, dass Sie da hier keinen Stress haben, habe ich mal ein bisschen was vorbereitet. Sie sehen hier meine Internetseite auf rentenbescheid24.de. Bitte nicht die Juni-Aktion Rentenantrag stellen, darum geht's nicht. Also, wir haben hier oben auf der Startseite den Button Aktuelles. Da klicken Sie einfach bitte mal drauf, auf Aktuelles. Und dann sehen Sie hier meinen Beitrag zum Thema Energiepreispauschale. Heute am 30.06. Ich hatte schon mal einen Beitrag zu diesem Thema geschrieben am 23.06. Ich wusste aber gar nicht, wie brisant möglicherweise das Thema wird. Und jetzt gehen wir mal auf diesen heutigen Beitrag vom 30.06. drauf. Und da habe ich Ihnen nochmal kurz geschrieben, wer, wann, wie und warum möglicherweise einen Anspruch auf die Energiepreispauschale hat. Wenn Sie sich da nicht sicher sind, meine Damen und Herren, trotzdem einfach Antrag stellen. Sie werden dann erfahren, ob Sie einen Anspruch haben oder nicht. Und damit das hier auch für Sie einfacher ist, ich habe Ihnen hier einen formlosen Antrag mal zur Verfügung gestellt. Bevor ich Ihnen den zeige, hier nochmal ganz klare Definition, wer Anspruch auf die Energiepreispauschale in Deutschland hat. Das lesen Sie sich bitte vorher noch mal kurz durch. Dauert genau 30 Sekunden. Wenn Sie nicht darunter fallen, auch kein Rentenbezieher aus dem EU-Ausland sind, der hier in Deutschland lebt und der die 300 Euro immer noch nicht bekommen hat, dann können Sie gerne einen Antrag stellen, aber dann sehe ich da relativ schlechte Karten für Sie. So, meine Damen und Herren, hier nochmal, das ist das Entscheidende. Wo stellen Sie den Antrag heute am 30.06. noch? Fragezeichen. Und zwar bei der für die Energiepreispauschale extra zuständigen Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee in Bochum. Hier ist die Adresse. Und zwar habe ich Ihnen auch noch die Faxnummer mit dazu gegeben. Selbstverständlich auch hier die E-Mail-Adresse. Oder aber Sie gehen bitte zu Ihrer örtlichen Rentenversicherung und geben dort den formlosen Rentenantrag oder diesen Antrag auf die 300 Euro Energiepreispauschale ab und bitten die
Rentenversicherung um Weiterleitung zur deutschen Rentenversicherung nach Bochum, also deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee nach Bochum. Ich habe eine Frage bekommen, die lautete, warum ist denn die deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee für die 300 Euro Auszahlung zuständig? Ja, meine Damen und Herren, es ist ganz einfach. Es steht in dem Gesetz drin. Es steht in dem Gesetz für die Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsbeziehende aus dem letzten Jahr 2022 ganz klar drin. Deshalb auch hier gibt es gar keine Diskussion, die deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee ist zuständig. So, meine Damen und Herren, und jetzt habe ich Ihnen hier in diesem Schreiben oder in diesem Beitrag nochmal ein Antragsformular für Sie, einen formlosen Antrag, mal zurechtgezaubert. Den können Sie runterladen. Dann sehen Sie hier oben die Faxnummer Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee oder die E-Mail-Adresse. Ich sage gleich nochmal was zum Thema E-Mail-Adresse und Zusendung von Post. Dann tragen Sie bitte hier oben Ihren Vornamen ein. Ja, sehen Sie hier. Dann Ihren Nachnamen, Ihre Straße, wo Sie wohnen, Wohnort. Dann schreiben Sie bitte hier, das ist die Adresse von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee mit Stichwort Energiepreispauschale. Dann schreiben Sie bitte entweder Ihre Rentenversicherungsnummer aus Ihrem Rentenbescheid mit rein oder aber, wenn Sie eine Hinterbliebenenrente bekommen, weiter unten bitte die Hinterbliebenenrentennummer des Verstorbenen, bitte aber auch Ihre eigene Nummer noch mit dazu schreiben. Den Rest bitte durchlesen, dann unterschreiben, entweder ausdrucken und dann hier oben bitte per Fax raussenden. Wenn Sie keinen Fax haben sollten, bitte mal in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, bei Freunden nachfragen, ob die einen Fax haben. Oder aber Sie gehen vielleicht irgendwohin zu einem Schreibwarenladen oder zur Deutschen Post. Die haben möglicherweise öffentliche Faxgeräte und dann können Sie da noch faxen. Im Übrigen, ich sage es Ihnen so, wie es ist. Heute, an solchen Tagen wie heute, ist das Faxgerät, das gute alte deutsche Faxgerät, wirklich Gold wert. Und ich kann Ihnen nur so viel sagen, wir senden häufig alles mit Fax raus, weil wir dann einen sicheren Zugangsnachweis haben. So, das zum Thema Fax. Jetzt nochmal zum Thema E-Mail. Ich habe hier oben die E-Mail-Adresse zentrale@kbs.de. Die können Sie nehmen, machen Ihre E-Mail, Ihr E-Mail-Account auf, geben das oben in die Adresszeile ein und dann kopieren Sie sich bitte einfach nur dieses Formular raus und schreiben bitte in der Betreffzeile zur E-Mail Ihre Rentenversicherungsnummer rein. Das ist ganz wichtig. Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Und dann schicken Sie das raus. Und dann warten Sie bitte ab, ob Sie eine Eingangsbestätigung der Mail durch die Zentrale der KBS bekommen. Im Normalfall müsste das so sein. Wenn Sie die bekommen, sind Sie auf der sicheren Seite. Dann wissen Sie, aha, der Antrag ist bei denen eingegangen. Wenn Sie die nicht bekommen sollten, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, bitte hier an die Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee diesen ganzen Irrsinn raussenden und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Bitte bedenken Sie, Antragsfrist läuft heute am 30.06.2023 um 23:59 aus. Wenn der Antrag morgen früh 0:01 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee oder bei einem anderen Rententräger eingeht, dann haben Sie Pech gehabt. Dann ist die Frist versäumt, meine Damen und Herren. Wir können uns natürlich jetzt auch noch trefflich darüber streiten, ob zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung oder Ihre örtliche Krankenversicherung dafür zuständig ist, den Antrag anzunehmen. Ich würde es im Zweifel auf jeden Fall dahin geben. Das hängt damit zusammen, dass möglicherweise noch gar nicht so richtig klar ist, ob die Energiepreispauschale eine Sozialleistung im Sinne des § 16 Absatz 1 SGB 1 ist. Also da steht ja drin, dass andere Sozialleistungsträger verpflichtet sind, einen Antrag, der normalerweise an die Rentenversicherung gerichtet ist, also den könnten Sie bei der Krankenkasse abgeben, dass die Krankenkasse verpflichtet ist, diesen Antrag anzunehmen, und zwar bei einem Sozialleistungsantrag. Und jetzt könnte man sich natürlich zutreffenderweise darüber streiten, ob die Energiepreispauschale für Rentner eine Sozialleistung ist oder nicht. Ist in dem Fall ist es mir völlig wurscht. Ich würde es auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen, aber im Zweifel bitte immer so diesen Weg wählen, wie ich Ihnen den vorgeschlagen habe. Also nochmal Wiederholung,
Antrag runterladen, formlos unterschreiben, entweder per Fax oder per Mail an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee nach Bochum schicken. Wenn nicht, ausdrucken, dieses Ding unterschreiben und Sie gehen zu Ihrer örtlichen Rentenversicherung und geben es dort ab. Bitte den Eingang mit einem Stempel Unterschrift bestätigen lassen und darum bitten, dass das noch relativ zeitnah heute noch oder in den nächsten Tagen an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee nach Bochum geschickt wird. Also meine Damen und Herren, Sie haben es selber in der Hand, darüber zu entscheiden, ob Sie möglicherweise die 300 Euro noch bekommen. Wenn nicht, dann war es das halt eben. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, viel Spaß noch beim Antragstellen. Das können Sie heute also noch locker schaffen. Nutzen Sie einfach auch dieses Antragsformular, was Sie bei mir runterladen können. Ich wünsche Ihnen trotzdem erstmal herzlichst alles Gute, auch vor allen Dingen ein schönes Wochenende, einen wunderbaren Step zum 1. Juli 2023. Da geht es ja wieder los mit der Rentenerhöhung, die startet morgen. Da freuen wir uns auch alle schon drauf. Ja, meine Damen und Herren, Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich habe es ja schon veröffentlicht, Sie haben es gesehen. Ich wünsche Ihnen selbstverständlich eine rentenstarke Woche, ein super starkes, rentenstarkes Wochenende. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.